klang, um ehrlich zu sein, auch zu groß für eine Ratte. Oh, it stinks. Das sieht aus wie ein... like someone took a bite. Or something. Come, let's not wait for it to come back. Das sieht aus wie ein Prop aus dem Escape Room von meinem Onkel. Die haben auch echte Mehlwürmer damit reingetan. Ich versende selten Postkarten. Würde ich machen, wenn ich im Urlaub wäre. Aber da ich noch nie im Urlaub war... Warst du noch nie? Soll ich dir eine Postkarte schicken? Bald. Soll ich dir eine zukommen lassen? Ich bin nämlich bald im Urlaub. Hallo. Ich musste einige Käfige verstärken. Irgendetwas hat die Tiere ziemlich verängstigt. Vielleicht spüren sie, dass das Gewitter bevorsteht. Ich muss die Schotten dicht machen. Das wird ein gewaltiges Gewitter. Da musst du aber ganz schön viel Alkohol ins Spiel bringen, wenn du die Schotten dicht machen willst. Bringst die persönlich vorbei? Ja, kann ich auch machen. Also ich meine, ich kann sie dir schicken. Ich kann sie auch persönlich vorbeibringen. Damit niemand uns... genau. Mister! Ganz vorsichtig! Ah! 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 Ich sehe dich. Okay, das ist jetzt echt... uncool. Oh Mann, er wartet's ja und dann steht er da nicht. Ah, wie gemein, wie gemein. Beal & Co. Dresseure? Dresseure, ne? Das sind Dresseure. Hundetraining und Zustellung, 225 US-Dollar. Anmerkung, Käfig und Inhalt an das Deck für Teetransport geliefert. Minimale Fütterung, wie gefordert, mit Vorsicht vorgehen. Was hast du mit dem Dual-PC gelesen? Hab ich gelesen, konnte ich nur noch nicht drauf antworten. Liegt mitunter daran, dass ich zu wenig Ahnung davon habe. Aber ich kann da, also, du, ich hätt's auch gern. Gar keine Frage. Aber bei mir würde der auch nicht ständig laufen. Ah! Ist halt immer so die Sache, wenn du was auf einem Dual-PC-Streaming-System hast. Hast du halt meist halt dann nur die Spiele über deinen normalen Rechner laufen. Okay. Und du hast halt alles andere, also so Voice Chat und so weiter, hast du ja auf dem Streaming PC dann, weil das dann ja direkt davon abgreifen kann. Ah! Mutter, warst du das? Und dementsprechend halt immer nur, wenn du mal mit den Kollegen quatschen willst. Hallo? Den Scheiß dann
dementsprechend auch noch den zweiten extra PC anmachen. Das Ding ist halt so ein zweiter Streaming-PC, also der rein für Streaming ist, der muss ja, der braucht ja nicht viel. Also da reicht eine super alte Grafikkarte, ja, da reicht ein alter CPU, da brauchst du nicht allzu viel RAM für. Das geht schon. Es blinkt, ich will dahin. Shit! Shit! Look, there's something there. Warte. Warte, irgendwas ist falsch. Warte, hier geht's gar nicht weiter. Shit. Als ich mich umgedreht hat, hat sich der Weg wieder verändert. Oh nein. Hä? Und ja, halt immer nur, wenn du mit den Leuten mal ein bisschen nebenbei zocken willst und quatschen willst und dann immer noch den zweiten Rechner mal anmachen, der dann auch Strom zieht. Ist halt, ja. Over there. Can't you see it? Weiß nicht, ob das dann so Sinn macht. Ja, trinkt aus, Piratin, no, yo-ho. This isn't what I saw. You have to believe me. We're out on the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Ja, das merke ich allerdings auch. Was ist das hier für eine Traumabewältigung, die ich hier mit durchmache? Jetzt ist die Tür weg! Besser wäre es wegen Performance, aber mega umständlich, ja. Ja, sehe ich nämlich genauso. Tür da, Tür weg. Also, performance-technisch, ja. Aber ganz ehrlich, lohnt sich das für uns kleine Streamer vom Stromkostenfaktor her? Ganz ehrlich, also wenn das deine Strom, deine, also wenn es, sag ich mal, deine Stromkosten auf null setzt, fein. Andererseits, Mr. Hardy würde ohne seinen geschätzten Kapitän Baines nicht weit kommen. Der Kapitän ist die Hauptfigur der Geschichte, einige nennen ihn wegen der Farbe seiner Siegel. Den schwarzen Wanderer. Kapitän Baines ist stark und furchtlos und bekommt am Ende immer seinen Schatz. Mr. Hardy ist ein wenig neidisch auf den Kapitän, weil er auch gerne so stark wäre wie er. Ja, sicher. Hallo, krieg ich auch mal ein bisschen wieder Farbe ins Spiel? Nein? Gut, dann nicht. Macht diese schreckliche Musik aus. Dieses Reingefliege von diesen Tönen ist ja super weird. Farmen gibt's in Hessen nicht. Doch. Viel, viel mehr als bei dir. Apropos, wird November wahrscheinlich, ne? Interessanter Schatten. Ein Sarg. Wasser. Kein Sarg. Sarg.
Oh. Hi. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Tschüss. Ja, völlig normal, würde ich mal behaupten, ne? Vollgas! Hallo! Erinnert sich an den ersten Vierteil? Mit Alma, wo man diese Leiter runter ist und in dem Moment, wo der sich so umgedreht hat, um runterzuklettern, hat man sie kurz da an dieser Kante stehen sehen. Weiß das noch? Erinnert sich da einer dran? Das war voll krass. This one's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain, there's something out there. In the dark. Hush now. Stay behind me. Scheinen wohl doch eine Frau zu sein. Oder wir sind der kleine Junge. Eins von beiden. Ich weiß es nicht. Ich dachte zuerst, es wären zwei Brüder. Oder das ist... Da drehe ich mich um und dann ist der alte Sack da immer noch. Tschüss. Lass mich, Arzt. Ich bin durch. Ah! Feuer, Feuer. Gas, Feuer. Gas. Ah! Nein. Ich war zu langsam. Scheiße. Ja, ist doch gut. Ist ja gut jetzt, Albert. Ist aber auch fies, so du drehst dich um und das Spiel macht einen auf. Ja, nee. Du hast dich gar nicht umgedreht. You died. Brauchst auch sowas. Ja, boah, ich will dir deine Sachen nicht klauen. Ich mag das persönlich nicht. Ideen 1 zu 1. Zu übernehmen. Ach so, da reißt die Türen automatisch auf. Sag mal. Ich glaub's hackt. Ja, ist ja gut. War nicht unbedingt besser, aber es lief auf jeden Fall schon mal besser. Okay, das ist jetzt problematisch. Zu beiden Seiten haben wir einen da stehen. Ich glaube, der hat uns umgebracht, oder? Weil wir haben auch sonst, es gibt auch sonst keinen anderen Weg mehr. So, die Wege sind weg. Wir haben den mit dem Bild und den ohne. Ich gehe jetzt einfach mal dahin. Ah! Jetzt ist die Seite auf. Okay, tschüss. Um Gottes Willen. Tschüssikowski! Mach die Tür auf! Farbe! Was ist das, Alter? Uff! Solch eine Gelegenheit, solch eine Verantwortung, zu befreien, was so lange gefangen war. Ich kann es jaulen hören, am Käfig rütteln, voller Verlangen, endlich auszubrechen. Weil er ist auf 4 immer so hektisch, teils. Teils, also der erste Teil war nicht so hektisch. Der hatte ein paar hektische Stellen. Was ist das denn? Okay, so langsam wird's merkwürdig. Am Anfang war es ja noch witzig, aber...
Und die Farbe ist schon wieder weg, Mann. Meine Kindheitsfotos. Das glaube ich dir, um ehrlich zu sein, auch noch aufs Wort. Was mache ich denn jetzt? Hä, hey, und jetzt ist Farbe wieder da! Hä, hey, wie weird ist das denn? Ich bin total... Was passiert hier? Ich freue mich schon auf Silent Hill. Ich mich auch. Darf ich jetzt da durch? Nee, immer noch nicht. Gut. Ich bin wieder da und das unter 5 Stunden. Na, Halleluja. Bringen wir mal wieder Farbe ins Spiel, würde ich sagen. Darf ich jetzt die Tür öffnen? Also langsam werde ich aber bekloppt, ne? Okay, was, wenn ich es komplett darüber ziehe? So, und... Nee, okay, das bringt halt gar nichts. Ja, aber hier ist doch sonst nichts. Was hat denn da Gesicht? Akne. Aber es gibt sonst keinen anderen Weg, nur um sicher zu gehen. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ich kam aus der Leinwand. Hier ist auch sonst kein Weg. Das sind diese komischen Markierungen auf dem Boden. Ich weiß nicht, warum die da sind. Ich bin maximal verwirrt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Soundfile vom Fotoapparat hat sich gerade wiederholt. Das sind dieselben Fotos? Was denn das? Ja, gut. Okay. Alles klar. Da hat sich der Weg gefunden. Das habe ich einfach nur übersehen. Uff. Ich hasse diese Fenster, wo man so rausgucken kann, so hinter der Bühne. Um Gottes Willen, das ist ja total gruselig. Bin ich... War ich hier nicht schon? War ich hier nicht schon? Nee, okay. Kohleraum, alles klar. Das Boot sinkt! Keine Panik, auf der Titanic! Eine Ratte. Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet. James, I said leave it. Oha. Was haben die zwei? Cost must be paid when one destroys the balance. A heavy cost. Aber wir haben ja gar nichts gemacht. Lass mich ein bisschen Kohle drauflegen, dann geht es schon. Ganz schön viel Kohle. Ist auch ein dickes Schiff, was betrieben werden muss, ne?
glaube, die Russen sind da. Kannst du mal im Keller gucken? Ja, kann ich gerne. Vanny, ich glaube, die Russen sind da. When everything is at stake, the lies hang in balance. Reason becomes weakness. Trust your instinct. Okay. Nehmen oder aufgeben? Nehmen oder aufgeben? Darf ich, sag mal, darf ich jetzt bitte? Trust your instinct. Wir nehmen. Tip the scale. One life outweighs. Wir nehmen. There is no other way. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt mit dem Hund auf sich hat. Darf ich jetzt... Hallo? One life outweighs the other. Hallo? Darf ich... There is no other way. Darf ich... Bitte? No, it can't be. Ja, wenn du wen fragst und die Option ja, nein, vielleicht und Toastbrot gibt... Darf ich nicht? Gib mir die Entscheidung. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt ändert. Ne? Ich sag's, wie es ist. Gute Abstimmung. Okay, ich denke mal, wir gehen jetzt einfach wieder. I guess. I don't know. Falls ich gehen darf. Nee, darf ich nicht. Das heißt, es gibt einen anderen Weg. Es gibt einen anderen Weg. Den ich einfach nur vorher nicht gesehen habe. Alles klar. We didn't take it. You'll starve. Was? You let it go. You'll regret it. Bitte was? You gave up. Nein, stimmt doch gar nicht. You'll never make it. Ich hab's doch genommen. Was soll der Scheiß? Hä? Wir haben's doch genommen. Hier, Strong Survival. Nee, keine Ahnung. Hä, was passiert hier? Someone stronger than you. Okay. Aber warum? Was passiert hier? Ist das eine Toilette? Ja. Ich freue mich zu sehr über eine Toilette. Ich muss meine Prioritäten anders sortieren. Okay. Interessant. Ah, ein Zettel. Von Leitender Sicherheitsbeauftragter an alle Offiziere. Ich ordne hiermit an, die Vorräte an einem Ort mit erhöhter Sicherheit den oberen Frachtraum zu verlagern. Ich erwarte, dass im nächsten Bericht die Sicherheit aller Vorräte nachgewiesen werden kann. Damit erkläre ich das Thema für beendet. Na. Dann geht's ja. Warum liegt hier Geld? Dublonen? Makronen? Goldstücke. Es ist wieder Fab im Spiel. Ich glaub's geht los. Was ist denn hier los? Alter, was passiert hier?
Alter, Sea of Thieves oder was? It's no good. We'll never find any food. James, look at me. And it's all my fault. I said, look at me. I am Captain Baines, the Black Wanderer, the Slayer of the Cyclops, the Seeker of the Flame. I will see us through this. Don't you ever doubt me. Was passiert hier? Geld! Die Jude, Kohle! Ui! Geldmeister! Das ist doch wieder dieser blinkende Pokal, den wir vorhin gesehen haben. Ah, shit! Here we go again! Viel zum Geld, ne? Wäre zu schön gewesen. Alles verrotteter Fisch. Schade. Schade, schade, Schokolade. Wow. So viel Fisch kann auch keiner essen. Was hättest du gern, Schnuggi? 2. technischer Offizier. Warum? Niemand mag Zwischenschritte. Niemand mag Zwischenschritte. Ein Requirierungsoffizier. Willst mehr sehen? Soll ich stehen oder soll ich sitzen? Ich weiß, dass Sie Ihre Befehle haben und möchte Ihnen zu nahe treten. Ich glaube nur, dass der Boss nicht vernünftig handelt. Er würde die ganze Nahrungsgruppe verfaulen lassen, nur um sie unter Kontrolle zu haben. Jedenfalls werden die Arbeiter langsam ungeduldig. Die Schichten werden länger und müssen sich auch noch mit weniger Essen auskommen. Sie sind anständige, gottesfürchtige Männer, nicht ein Dieb unter ihnen. Und wenn der Magen knurrt, kann das ganz schön reizen. Zwischenschritte 105. Ja, du kannst ja auch sagen, keine Ahnung, 90 oder 80 oder 69 oder 72... Ist ja nicht nur entweder oder, es geht ja von bis. Und nochmal die Frage, soll ich stehen oder soll ich sitzen? Viele Leute, die jetzt nicht wissen, was abgehen. Bockel hat was mit Kanalpunkten eingelöst, da kann er entscheiden, auf welche Höhe mein Schreibtisch soll und ob ich sitzen oder ob ich stehen soll. Mir ist egal, du musst... Du gibst das an. Nicht ich. Bitte entscheiden Sie sich jetzt. Cool! Ja. 65 cm und stehen. Das hast du nicht zu entscheiden. Jetzt sag an, Boggle. Maybe there's some food here. Come on, we have to go. Oh. Did you hear that? This way. James, run! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Wohin?